Willkommen zu meinem Let's Play von Cyberpunk 2077. Wir spielen Phantom Liberty und 2.0. Cyberpunk in seiner besten Version. Aber wir fangen ein neues Spiel an. Man kann direkt auch zum Start hier direkt zu Phantom Liberty springen. Aber ich möchte auch mal alles richtig spielen, eine durchgehende Geschichte haben. Und deswegen wählen wir den regulären Spielbeginn. Ja, wir spielen erstmal auf normal. Wenn es dann später zu einfach wird, können wir immer noch den Schwierigkeitsgrad hochschrauben. Wenn nicht gleich zu viel machen. Und Street Kid ist auf jeden Fall hier die richtige Wahl. Das passt immer ganz gut zu meiner Cyberpunk-Fantasie. Auf der Straße aufgewachsen. Konzerne ist auch ganz cool. Das interessiert mich immer am wenigsten. Nehmen wir das Street Kid. Und wir können uns erstmal unseren Wii zusammenbauen. So, die halbe Stunde in der Charaktererstellung habe ich euch hier mal erspart, zumindest fürs Aussehen. Hier sollt ihr natürlich dabei sein. Wir wollen mit Pistolen spielen. Deswegen bringen wir Coolness auf Level 6. Und wir wollen natürlich auch Cyberware benutzen. Hier. Deswegen bringen wir das auch auf 6. Ein Punkt noch in Reflexe. Und Intelligenz, Hacking, Netrunning möchte ich in diesem Durchlauf nicht machen. Und Konstitution ist auch ganz praktisch, aber jetzt am Anfang verteile ich die Punkte lieber so. Ich nehme nochmal eine Zusammenfassung. So beginnt deine Geschichte in Night City. Schwierigkeitsgrad normal. Wir sind ein Street Kid. Das passt alles. Wir können ins Game starten. Hier, als Schmerzmittel. So, fangen wir an. Erstmal auf die Nase bekommen. Ja, her mit dem Schmerzmittel. Und die Nase richten. Ach, dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine scheiß Idee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Oh, was los? Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, er bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Wirst du's je lernen, Pepe. Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. So, ich spiele mit den Tutorials an. Ich habe Cyberpunk schon zum Release mal gespielt, hatte dann aber ein paar technische Probleme. Und jetzt habe ich einfach auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, wenn Cyberpunk, ja, alles richtig ist. Und ich glaube, mit 2.0 und Phantom Liberty ist genau dieser Zeitpunkt gekommen. Und dank meinem schlechten Gedächtnis habe ich eigentlich schon fast alles wieder vergessen. Auch die Tutorials, deswegen nehme ich die ganz gerne mal mit. So. Er ist ein guter Junge. Das ist mir das Leben wie. Ja, noch haben wir nichts gemacht. Suche Kirk im ersten Stock. Aber ich sag ihm, es tut dir leid und du willst Frieden schließen. Vor allem habe ich jetzt auch den richtigen Rechner, um alles auf Ultra und richtig schön zu spielen. Und sehr flüssig, das ist schon ganz geil. Erste Hardware, Cyberpunk optimiert. Kann man machen. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja,
Frohe, verfickte Weihnachten. Hey, was ist dein Problem? Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist. Klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. Ich bin offen für andere Angebote. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mehr zählt nicht. Und dein Kumpel Rick? Dem vertraue ich wie einem Bruder. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Wehe, du fixst mich. Kirk. Bleib cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals- und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Das klingt doch perfekt. Da kann doch gar nicht schief gehen. War heute im Krankenhaus. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn. Tage, wo hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Geno ist ein Naturtalent. Wir sehen. Dieser Japaner? Ich bitte dich. Genos Beinarbeit ist der Shit. Kannst keinen verprügeln, den du nicht willst. Ach, schwer das Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Die sind da drin, ganz sicher. Ein paar Eddies für den Veteran. Wir haben keine Eddies übrig. Wir müssen erstmal unserem Pepe helfen. Na, wen haben wir denn hier?
Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Komm vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Das wirkt wie so eine Einladung, die wir nicht ausschlagen können. Und dann ab ins Auto mit dem Padre. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast ihn gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Selbst 2 Jahre später hat sich kaum was verändert. Du kennst ja Haywood. Starke Wurzeln. Immer mit demselben Blut gewässert. Und jetzt erzähl mir von dir. Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Wie du siehst, bin ich zurück. Wenn's dort besser gewesen wäre, wäre ich geblieben. Vielleicht ist es am Ende besser so. Scheiße! Halt mal an! Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Wie lautet deine Antwort? Gegenangebot. Du drehst dich um und kletterst zurück in deinen verdammten Jeep. Und? Und deine Mutter, die in der Bajaro lebt, wacht morgen gesund und munter in ihrem Bett auf. Der Herr sieht alles, Cabron. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Atlanta hat dich verändert. Soll heißen? Das weißt du ganz genau. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Sind wir schon da? Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Das gibt's nicht. Tja, den Padre ist man schon wieder getroffen. Gut, wenn man nach Hause kommt und ein paar, nennen wir es mal Freunde, ein paar Freunde trifft. Oh, bloody. Corpo Thieves must die. Tja, wir sind kein Corpo. Wie? Lagebericht. Bin angekommen.
Suche jetzt einen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, sagtest du bereits. Wie viel Bruder er wohl hat? Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Bist du Rick? Bist du Rick? Ja. Yep. Schick Kirk dich. Ja. Yep. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Na, ein paar schicke Karren hier. Aber wir haben ein ganz spezielles Ziel. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Was soll da schon schiefgehen? Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Das glaube ich auch. Was zum... Okay, cool bleiben. Nichts Persönliches, Kumpar, nur Geschäft. Der Rayfield gehört mir. Oh, nie von Gauner-Ehre gehört? Wer's findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Geh chingados! NCPD! Waffen fallen lassen! Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Ende dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Ah! Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Na los, jetzt ja? Ich warte. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta, auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt. Ach, du weißt einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im El Bote. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Für gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab's Ihnen gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen Sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich Sie gehen lassen, Sir? Schmeiß Sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Oh oh. Ihr habt ihn gehört. Fuck. Das klingt schlecht. Gerade ist die Nase gebrochen. Oh, fuck! Ja, wollte es gerade sagen. Aber wir sind nicht tot. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Ich dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Tja, wir würden es wahrscheinlich nicht riskieren für ein paar Deppen wie uns. Nein, Stintz macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm. Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste.
Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ich glaube nicht, die kam ja ziemlich schnell. Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Mann, frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. El Cabron muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm, ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Ja, eine Einladung zum Chili. Da sagen wir doch nicht nein. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann auch nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, das kann nicht schaden. Wo war das her? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Militech. Jack, das ist streng T-Bug. Ach ja? No. Ist falsch ausgewählt. So. Warum geht ihr mal wieder runter? So, darf ich jetzt? Danke. Klar, kann nicht schaden. Wer damit? Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dann lernen wir gleich auf Militech-Niveau. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben.
Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Krummtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Okay. Können wir gleich ausrüsten. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Okay. In Deckung gehen mit C. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Dann her damit. Verbrauchsgüter. Wenn du ein Verbrauchsgut einsammelst, wird es automatisch einem leeren Quickslot deines Inventars hinzugefügt. Das haben sie auch ein bisschen geändert mit Phantom Liberty, wie das genau funktioniert. Gerade bei der Heilung. Verbrauchsgüter wie Granaten und Gesundheitsitems haben Ladungen und können benutzt werden, solange noch Ladungen verfügbar sind. Die Anzahl der Ladungen wird durch eine Zahl auf dem Symbol des Items angezeigt. Verletzt bringt das nichts. Ich lese gerade. Im Laufe der Zeit werden Ladungen wiederhergestellt. Okay. Mit X heilen wir uns. Zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Okay. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Schießen verbraucht jetzt Stamina, Ausdauer. Das Kampfsystem haben sie bearbeitet. Macht er jetzt immer noch nicht? Kopfschuss hat nicht gereicht. Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Das ist jetzt nicht das, was wir primär machen wollen, aber... So, den Scanner aktivieren. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. So, was haben wir noch? Da, der Laptop. Gefahr wird rot hervorgehoben. Geräte, die du hacken kannst, werden grün. Interaktive Objekte werden blau hervorgehoben. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen... Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. Hacken wir uns in den Bildschirm. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du die Quick Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Nutze den Quick Hack Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick Hacks mit QW und dem Mausrad durchgehen. Wir hören Inu ein. Dann hacken wir das doch mal. Hier kann ich Daten und Hacken durchgehen, das Wechseln. Dann machen wir das. Quick Hack wird hochgeladen. Konzernort. Stil vor Substanz. Jetzt sieht man, wie lange der Quick Hack aktiv bleibt. Schleiche ich an die Wache heran. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir.
Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Ablegen tödlich. Okay. Das tödliche Ablegen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Na, schauen wir mal, ob wir bereit sind. Mit Quick Hacks kannst du die Kontrolle über bestimmte Geräte übernehmen. Halte Tab gedrückt. Ja. So, jetzt können wir die Kamera. Ja, mit Linksklick eigentlich das nutzen. Da kann ich nur taggen. Selbst jetzt, wenn du bereits die Granate. Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Okay, was haben wir jetzt? Zwei Wachen. Granatzündung. Ja, ungünstig, ne? Drücke C nach links, um den Blick durch die Kamera zu beenden. Manche Geräte wie Computerterminals, Netzwerkzugangspunkte und so weiter können direkt über eine eigene Benutzeroberfläche namens Breach-Protokoll gehackt werden. Dadurch kannst du neue Informationen, Vorteile und Ressourcen erhalten. Nähere dich dem Zugangspunkt und drücke F, um dich mit ihm zu verbinden. Ich hab was gesagt. Zum Hacken eines Netzwerks musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Erinnere ich mich ganz grob dran. Das Bridge-Protokoll beginnt immer mit der ersten Zeile. Wähle 55 aus der Code-Matrix aus, okay? Die Auswahl eines Zeichens aus der aktiven Zeile aktivierte Zugriff gespalten. Gut, da muss man sich dann so durchmanövrieren, ne? Wenn es dir misslingt, versuche es einfach noch einmal. Misserfolge haben keine Nachteile für dich. Okay. Installiert. Kann ich das jetzt mitnehmen oder hat das passiert automatisch? Soll ich den Daemon installiere, passiert das? Siehst du? Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Außerhalb von diesem Training brauchst du ein Cyberdeck mit darauf installierten Programm, um Quick Hacks nutzen zu können. Was ist? Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Na, wir machen mal lieber alle Trainingsmodule. Stealth, das könnte, glaube ich, für den Charakter ganz brauchst gut sein. Du eine Einladung? Hey, bisschen stressig drauf. Mit Pistolen arbeiten. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Mhm. Geh zum Fenster. Okay. Halte Tab gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Um ein Ziel mit einer optischen Cyberware zu markieren, ziele mit gezielten, aktiviertem Scanner drauf und drücke dann, ist das die mittlere Maustaste? Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihr Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Tritt in den Trainingsbereich. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige je rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. Dann ist mir schon, wie das Auge sich da füllt. In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden.
Okay, der guckt doch die ganze Zeit hier rüber, die Sau. Hier können wir uns ein bisschen schleichen. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Man scheint schnell genug, auch wenn er die ganze Zeit rüber guckt. Vorbeischleichen. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Meins hat geklappt. Von daher alles richtig gemacht. Halt die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay, die Kamera markiert. Ist noch mehr. Feindliche Kameras, die ich entdeckt habe, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Mal so schnell sein. Ups, ach, man kann Arm, kannst du rutschen. Sehr gut. Ach, die haben eine kurze Zeit, bevor sie scharf geschaltet werden. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir durch. Muss man die Maustasten belegen für manche Sachen. Mal ganz kurz testen, also wenn man hier so rennt. Und dann... Okay, dann in die Ducke, in die Hocke geht, dann zweit und so. Ich teste nur was. Die Frau ist ein bisschen stressig drauf. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Kuschelkampf. Drücke linke Maustaste, um einen schnellen Angriff auszuführen. Okay, um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke die linke Maustaste, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Okay. Halte die linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen. Fortlaufendes Angreifen kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe brauchen unterschiedlich viel davon. Angriffskombos verursachen bei jedem aufeinanderfolgenden Treffer mehr Schaden, verbrauchen aber auch mehr Ausdauer. Achte nun wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines HUDs. Wenn deine Ausdauer kritisch niedrig oder ganz verbraucht ist, verringert sich dein Schaden und dein Angriffstempo. Schlage den blockenden Gegner dreimal mit schnellen Angriffen. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie dein Angriff ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu, nur schwere Angriffe. Halt rechte Maustaste gedrückt, um in Abwehrhaltung zu gehen. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Oh. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Bei null Ausdauer wird die Abwehrhaltung aufgehoben. Oh, ich habe verliert, glaube ich, gerade. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Das sollen wir jetzt mal lernen, oder was? Dass das unangenehm ist. Ja. Schöne T-Pose. Oh. Kontere. Drücke beim eingehenden Angriff rechte Maustaste, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen.
Minuten! Wähle zum Ausweichen mit WASD eine Richtung und drücke Left Control. Okay, muss noch eine Taste eben umstellen, aber jetzt habe ich verstanden, wie das mit dem Ausweichen funktioniert. Nicht ganz so intuitiv. Das geht mit dem Controller wesentlich besser. Das ist irgendwie mit der Tastatur nicht so ideal. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Na dann. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Na dann. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Sehr gut. Parieren. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist an einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus dem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Das ist echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. So, dann. Viel Glück, Vi. Danke sehr. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Ich muss auf jeden Fall die Tastaturbelegung ein bisschen umlegen. So. Und dann, wir haben einen Auftrag. Machen wir uns an die Arbeit. Sehen wir es durch. Zum Aufzug, hier lang. Haben wir Waffen dabei? Unsere Fäuste, eine Handfeuerwaffe, Unity. Okay, nehmen wir die doch mal. Wo Jackie nach unten rumläuft. Dann wollen wir mal nicht hier. Wollen wir nicht losfahren? Okay. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführer. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Schauen wir mal. Ab jetzt leise. Tab, um interessante Objekte wie Beute, Versteckte und Geräte hervorzuheben. Ablenkungsmanöver brauchen wir nicht.
Na schon, wie? Ja, ja, ich gucke mich hier nochmal kurz um. Wir müssen hier kennenlernen. Den Kühlschrank ausräumen. Okay, sorry, Jackie. Scheiße. Sind wir zu spät? Ist sie das, wie? Die Zielperson. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. So, bist du bereit, Jackie? Wie? Achtung! Benderos vor uns! Erledige ihn leise, wie? Ein Ablenkungsmanöver starten. Wir sind nicht allein. Sonst entdecken die uns. Nicht übel. Hätte ich nicht besser hingekriegt. Ja, super sind wir halt. Jetzt schön vorsichtig. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Rote Parasiten. Eine wird für die Booster wieder. Was haben wir denn da? Händen irgendeinen Typen? Flutlicht. Oh je, wie? Sie kommen. Was soll ich jetzt machen, Brudi? Warte, dann Chance an. Dann leg sie. Hat mir Langeweile, hm? Reinschleiche. Kann ich einausschalten, aber dann müssen wir dann gleich. Finde Sandra Dorsett. Und abgehackt. Warte und bleib unbedeckt. Cabrones. Wie Heuschrecken. Wartet. Okay. Jetzt haben wir denn vier welche? Setze Entdeckungsfortschritt an Visiten Gegners zurück. Wir uns planen die Sache. Oh, wenn ich hey, nicht gesehen. Mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da. Bei dir holen wir sie uns. Suerte. Wie kommst du mit? Schnell verstecken! Ich bring dich! Okay, so ist die Tat. Hast du nicht drauf? Wie Bardo! Komisch, dass ich den gar nicht ausschalten konnte. Der stand direkt vor mir. Da sind noch mehr Scavs. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss da rausbringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Reiß sie in Stücke! So recht. Wieso dem Wichser nicht so defendet, Cabrones? Oh. Achtung, wir haben dich! Wie, Kopf runter! Wenn du aus dem Schussfeld gehen würdest, wäre es ja viel einfacher. Jackie? Ja! Scheiße, ja! Machi, suko! Шутки кончились! Ходе, пута! Los mit lustig! Да не высовывайтесь, придурки! Бей, падло! Nimm das, Pendejos! Sehr multinational hier alle. Fuck! Блядь, нет! Кованце! Чингада мадре! Uns gehen hier die Optionen aus. Bug, du siehst doch alles. Gib mir was. Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Genau zwischen die Augen, wie? Du kriegst das hin. Mit zwei Sekunden fürs Schloss. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein.
Okay. Vielleicht haben wir das eingesteckt. Dass die richtige Waffe ist. Naja, werden wir gleich sehen. So eine verfickte Scheiße. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Nur noch besser als tot. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scoplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropod. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Ay, pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, dass wir nachher Ärger kriegen. Herzstillstand! Auch das noch. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Sie muss nur 2 Minuten überleben. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Fuera, schaff sie raus, Terrasse! Da kommt schon das Trauma-Team. Landung, Abstand halten! Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet! Befolgen Sie die Instruktionen! Weiten Sie den markierten Bereich! Ach, meiden, hat's ja, glaube ich, gesagt, oder? Quatsch. Meiden Sie den markierten Bereich. Ja, Entschuldigung. Patienten auf den Boden legen! Ja. 5 Schritte zurück, jetzt! TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren?
Na, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Dann rufen wir doch gleich mal an. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Relativ gut. Trauma-Team hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Na dann, Bruder. Hermano. Dann fahr. Night City ist einfach geil. Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Manu, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Mann, bin ich am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Spinn ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chingado. Wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Geffs! Aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, wie? Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie? Ach du Scheiße! Mierda! Pardon. Chingado! Ist ja ohne Fahrer. Kommst du nicht weit? Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Und die Brücke ist gesperrt. Verdammt! Die verrammeln nicht alles. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Das tatsächlich funktioniert. Okay, dann mal los. Danke.
Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Der Jackie. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Ah, der Jackie ist schon ein guter. Nicht ewig Zeit! Brother, guck mal wie! Da gibt's aufs Maul! Scheiße, sie sind hier! Jetzt wird haben sie es wohl ein bisschen übertrieben. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtag. NCPD eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die, da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Als Beifahrer kannst du, sofern gerade nichts Wichtiges passiert, F drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort am Ziel anzukommen. Okay. Wir wollen natürlich hier ein bisschen schauen, was hier los ist. Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar. Ich spiele wieder den netten Jackie. Träume wie. Okay. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. Und pass aufs Auto auf. In einer Stadt der Lust. Watson Hall. Neue Folgen jeden Mittwoch. Ist ein Level aufgestiegen. Hause gehen erstmal. Können wir zu Hause aufleveln, nicht im Parkhaus hier. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt. Okay. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Relic. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich in einem... In einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. Unsterblichkeit? Wahnsinn, wirklich? Das ist richtig. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen, damit ihre heimatlose Seele zügig ein neues Zuhause findet. Diese Person wird nie von ihrer Seite weichen und ihr Bewusstsein für immer als Gefährte begleiten, ganz egal, wohin sie auch geht. Mein armes Kind, denken Sie bitte darüber nach, was Sie sagen. Dieser Relic, das ist eine Abscheulichkeit, die sich allein von menschlichem Elend ernährt. Er ist ein unnatürliches Bildnis, ein goldenes Kalb, erschaffen durch falsche Propheten. Arasaka spricht von dem Erhalt menschlicher Seelen, aber sie versprechen euch nicht mehr als einen herz- und geistlosen Algorithmus, der mit der Stimme der Verstorbenen spricht. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Sie wird bestimmt jeden Preis zahlen, solange es ihnen diese Illusion verschafft, die sie Unsterblichkeit
Nun, es stimmt, dass Arasaka den Zugriff auf den Relic momentan gezielt beschränkt hat, doch natürlich... Ihr Versprechen ist eine Lüge, eine fiese Lüge, getrieben von Gier und einem... Ha! Das sagt ja genau der Richtige! Ich? Ich muss doch sehr bitten. Falsche Versprechungen, Gier und der Hunger nach Macht klingt stark nach Ihrer Institution, wenn Sie mich... Wie können Sie es wagen? Versprechen Sie nicht ein Leben nach dem Tod? Verlangen Sie keine Beerdigungsgebühren von trauernden Familien? Vielleicht hat der Pastor ja nur Angst vor ein bisschen gesunder Konkurrenz. Wie bitte Konkurrenz? Sie glauben, dass alles in dieser Welt problemlos gezählt, gemessen und rationalisiert werden kann? Und das ist doch unser gutes Recht. Wir können künstliche Gehirne konstruieren und sogar neues Bewusstsein erschaffen. Aber ich frage Sie, wieso? Was gibt uns das? Sind wir als Menschen auf dieser Erde dadurch ansatzweise glücklicher? Dieser Relic soll uns Ewigkeit schenken. Aber alles, was ich sehe, ist eine Ewigkeit voller Leid. Statt uns zu verabschieden, quälen wir uns mit dem Klang ihrer Stimmen, ihrer Anwesenheit. Was sagen Sie dazu? Wer hat recht? Ist es Miss Lee oder vielleicht auch eher Pastor Culver? Es liegt allein an Ihnen. Schicken Sie Culver oder Lee an die 7892, um abzustimmen, und erhalten Sie außerdem die einzigartige Chance auf Tickets für die diesjährigen Playoffs. Bis zum nächsten Mal, Night City. Bis bald. Lieber zu Hause Fernsehen gucken vielleicht. Auf dem Weg nach Hause. Alles okay bei euch? Das Tor ist kaputt zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Bin ich dir peinlich? Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Das ist es nicht. Für die Nachbarinnen haben wir mal Zeit. So sind wir einfach. Ein netter Typ. Ich hab grad zu viel um die Ohren. Ich bin dir also doch peinlich. So eine Scheiße. So, das Tor ist zu. Gehen wir mal nach Hause. Tür zu machen. Wirf einen Blick an dein Waffenlager. Das ist, glaube ich, nie verkehrt. Also Respekt, so ein Waffenraum. Dein Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Solltest du zum Beispiel etwas... Okay, ich lese zu langsam offensichtlich. Lager öffnen. Das ist unser komplettes Lager. Was haben wir denn hier? Kleidung, Verbrauchsgüter, alle Items. Wir haben ein Sturmgewehr. Wir sind ganz gut ausgerüstet, kann man nichts sagen. Die White Hunt Jacke haben wir auch als Witcher-Spieler. Ist das jetzt im Lager? Genau, kommen wir jetzt hier. Eine Pistole ist schon nicht schlecht. Wir nehmen uns mal eine. Müssen wir es einstecken? Müssen vielleicht mal ein bisschen umziehen. Und ein Baseballschläger, sowas aber nicht verkehrt. Jetzt haben wir noch die Filter dann. Hier ist unser normaler Kleiderschrank. Euro-Dollar. Ein bisschen Geld einstecken. Gar nicht so schlecht, was hier liegt. Laufen wir nackt rum oder was? Du kannst bis zu 6 Outfits in deinem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Okay. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung aber nicht ihre Werte. Sämtliche Kleidung, die du findest, erhältst, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst, wird im Speicher deines Kleiderschranks hinterlegt. Rüstung wird jetzt eh über Cyberware gemacht, seit 2.0. Das heißt, Klamotten haben keine Rüstung mehr. Man kann sich halt einfach nach dem Aussehen richten. Ein Bitch-T-Shirt. Das fleckige T-Shirt. Das GOG Galaxy-T-Shirt. Und das Wolfsschuhen-T-Shirt. Straßenkicks und Sneaker haben wir.
Was kann man jetzt speichern oder wie funktioniert das? Ah, kann ich hier. Sehr gut. Aber was wichtig ist in unserer Wohnung. Noch ein bisschen Fernsehen. Was haben wir eben schon? Wir gehen mal pennen. Draußen ist hell geworden inzwischen. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Zeit für einen neuen Look. Geh zum Spiegel in Wies Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Warum jetzt nicht? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Aussehen ändern brauchen wir jetzt nicht. Wir sind ganz zufrieden. Klamotten ändern haben wir schon angeguckt. Jetzt gucken wir mal, jetzt hier noch ein paar Slots. Ich muss auf die Slots packen. Muss ich erst noch machen. Die Waffe haben wir eingesteckt. Der ist ja geil. Er wartet da schon. Na gut, gehen wir erstmal. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Ich sehe wieder aus wie die finsterste Nacht. Aufmachen! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Das Problem mit den Nachbarn? Packen, ich will die nicht packen. Da stimmt was nicht. Ich wollte nur gucken, was mit den Nachbarn hier nicht passt. Alles okay, Officers? Mit Jackie. Nehmen wir mal nicht den Aufzug. Da sind die Beine vertreten. Dann geht es hier nicht weiter runter. Ist hier nicht der richtige Weg, leider. Komm schon, du Scheißteil! Oh nein, nein, nein. 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Hey, yo, wie? Wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Boxen. Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Ja. Sehr neugierig, wie ihr einen wie dich handhabt. Na, Boxen ist nicht mein Ding. Was meinst du? Danke, Brudi. Ups, ich will gleich hier rausholen. So, fahren wir runter. Wo ist das Bedienfeld? Da. Nicola! Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor.
Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belebt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Beaver-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City. Okay. Nach der Pause, die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit, bleiben Sie dran. Reden wir jetzt mal über gestern? NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge, Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Okay. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Nudeln? Yep. Synth Roast Beef? Yep. Ein bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshawn. Der Top-Fixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Können wir mal unser Street-Kid-Knowledge jetzt zur Anwendung bringen? Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg, vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück, konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Und da soll man hin? Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen in Blut. Und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Esse. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf, wie. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen. Aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei.
war gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarfs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit V kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug in deinen Standort rufen, oder? Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Ich meine, denk doch mal darüber. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date. Ups. Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Bin schon da? Will noch einparken oder was? Reicht das nicht? Kamera wechseln. Ich glaube, ich fahre lieber in der Außenperspektive. Oder sowas auch besser mit dem Gamepad geht. Wenn du Night City und die Badlands erkundest, stolperst du vielleicht über Behälter mit wertvollen Items. Allerdings sind sie nicht mal leicht zu finden. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Was eure Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Bist du? Stehst du etwa auf die? Nee, eine Freundin von mir hat hier mal gearbeitet. Ach ja? Seit wann hast du solche Freunde? Ganz früher ist jetzt auch. Hey, wie? Hey. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Okay. Du siehst fröhlich aus. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn, einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn? Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Mach unser Auge nicht kaputt, wir haben so ein schönes Auge. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du
schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Da sehen wir ein bisschen das neue System. Jetzt haben wir eine Kapazität von 27. So viel kann unser Körper bewältigen. Wir haben 14 aktuell installiert. Und Gesicht und Hände können wir jetzt hier Sachen anklicken. Okay, ist das neue Auge von Kiroshi. Minus 20 Entdeckungsgeschwindigkeit von Kameras. Vierfach optischer Zoom beim Scannen. Ja, guck einer an. Und zwei Gesundheit. Kostet auch nur eine Kapazität, das kann man machen. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in jeder Ripperdog-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Okay. So. Panzerung wird auch durch Cyberware erhöht, wenn wir die richtige haben. So, die Augen haben wir drin. Jetzt noch andere Sachen hier mit 1 und 3 durchschalten. Einmal Escape drücken. Okay, Hände. Ballistischer Koprozessor. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem. Nachladegeschwindigkeit und Waffeninformationen in Echtzeit. Ja, dann. Oh, was haben wir da denn noch? Noch mehr Sachen. Haben wir noch was Verfügbares? Subdermale Panzerung. Plus 2 Gesundheit. Und 17 Panzerung. Das ist doch nett. Kostet 5, aber die haben wir auch noch. Wir schon auf 22 hoch. Und 29 Panzerung. Okay, jetzt hätten wir noch 5 Kapazität. Überall gibt es noch was freizuschalten. Nervensystem, was hätten wir da? Okay, das kostet alles zu viel Kapazität. Plus 20, okay, das sind auch ganz schön teure Sachen. Warte, eine Kapazitätsgrenze her. Könnten unser Betriebssystem rausnehmen. Ja, aber ganz ohne, das haben wir auch ein bisschen. Sind wir erstmal damit zufrieden, würde ich sagen. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist. Was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Noch unangenehmer als beim Zahnarzt, wenn nicht mal was sieht. Okay, testen wir es. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches.
Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeig. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu deiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Für den Scanner. Probier ihn nochmal aus. Ah, Victor Vector, Zivilist. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Ja, guck, eine Fahndungsdatenbank haben wir jetzt auch. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus vom letzten Job? Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Der Victor. Einfach hier fett aufgepimpt. Bis dann. Scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Was, haben wir ganz alleine dahin? Du chillst hier bis dann, Jack hier, was? Na gut, hat er sich auch mal verdient. Das hat er sich auch mal verdient. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Daten anschauen. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Was ist denn hier los? Gegner ausschalten. Verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quickhacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampf-Gadgets. Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Okay. Wir halten uns mal raus aus dem Bandenkrieg, weil hier ist auch schon Dex. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter de Sean leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los.
Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Entweder du bist Mr. Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Kein Problem. Dafür ein Todesurteil. NC gehört Arasaka. Keiner legt sich hier mit denen an. Mr. V, hoher Einsatz, hohe Belohnung. Regel Nummer 1 im Afterlife. Außerdem bin ich nicht dumm. Wir hinterlassen keine Spuren, weil wir das sauber und leise über die Bühne bringen. Wir verstehen uns? Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Kundin? Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen.
Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen, hm? Wir sehen uns. Street Cred. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Oho. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten... Jaxter, hab mit Dex gesprochen. ...interessanten Auftrag. Hey, Norita ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingo. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo-Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Sagen wir es noch mit der Klientin treffen. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Scheiße! Ach, Scheiße. Das war gerade Abschuss, ich kann ja auch nichts dafür. Gib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zur Lissys Bar. Wie spät haben wir es denn jetzt? Steht das im Journal irgendwo? Steht doch. Die Uhrzeit da, 15.14 Uhr. Ich kann auch ein bisschen warten. Victor Vector hat mir was geschrieben, ist denn? Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Du kannst deine Zukunft in der Oberliga wohl kaum in einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich immer Sorgen, dass ihr Jungspunde euch erkältet. Ich habe ein paar Sachen in das Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an. Bestimmt passen sie dir prima. Der ist schon nett. Danke, Vic. Gratis Klamotten sage ich nie nein. Das hört man gerne. Bei mir im Schrank setzen sie eh nur Staub an. Mir ist es lieber, sie bekommen ein gutes neues Zuhause, als dass ich sie für ein paar Annies verticke oder in den Müll schmeiße. Flathead-Preis. Mr. V, ich wollte dich nur daran erinnern, dass meine geschätzten Maelstrom-Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Eddies hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Danke für die Info. War sehr vorbildlich. Wir fahren nicht weiter, während wir hier SMS schreiben. Fahrzeuge zu verkaufen, großer Kampf, das war das da hinten. Dexter Deschamps, Bioship-Infos hat er auch noch. Wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack? Bei dem Bioship handelt es sich um sogenannten Relic, eine hochmoderne, erstklassige Tech für die Reichsten der Reichen. Angeblich die beste Lebensversicherung. Okay, das haben wir ja schon, das haben wir in der Fernsehsendung schon gesehen über die Relics. Jackie, was will Jackie von mir? Dex wartet auf uns, echt? Das alte, ob ich alten Messages hier.
So, wie kann ich denn meine Quests auswählen? Dann könnten wir auch erstmal das, weil das ist erst bis 18 Uhr. Melde ich bei Militech-Agentin Meredith Stout. Die hängt da auch noch mit drin. Könnten wir was machen. Hier, falls ihr das lesen wollt, könnt ihr das Video pausieren. Ein bisschen Info über Militech und über Konzerne im Allgemeinen. Die Kunden da, Phantom Liberty, Psycho Killer. Habe ich eine Quest jetzt gar nicht bekommen mit Maelstrom. So, und dann können wir auch das machen. Die Übergabe. Können Sie mal anrufen? Polizei, was geht hier vor? Da wird hier wieder geschossen. So, Kontakte. Haben wir die. Geguckt, ob wir die andere jetzt als Kontakt dazu bekommen haben. Da ist sie. Ich muss los. Gewalttätige Konfrontation. Okay, das ist direkt vors Auto gelaufen. Los. Ich ruf zurück. Was? Ich ruf zurück, weil wir gerade im Stress sind. Das war nur ein kleiner Unfall. Da vorne ist irgendwo Polizei wir unterwegs. Wir sprachen gerade von... Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache, was weißt du? Wir reden später weiter. Scheiß Ulna, Sack. Fürs Fahren wäre ein Gamepad echt ganz gut. Muss ich mir dafür anschließen. Polizei loswerden, ohne dass wir zu viel neue Schuld auf uns laden. Der Typ auf seinem Motorrad, mich verarschen. Nicht so schnell. Der schießt mir meine Karre kaputt, die blöde Sau. So. Ein bisschen vom Motorrad rammen können. Ohne. Jetzt wieder. Ja, sieht ganz gut aus. Ich wollte ja nicht gleich killen, dann gibt es noch mehr Ärger. Hey, worüber hatten wir geredet? Raus mit der Sprache, was weißt du? Sorry, ich muss echt los. Sie wird auch. Ah, er prügeln sich da hinten. Da vorne kommt noch ein Polizeiwagen. Schauen wir hier rüber. Zurück zu unserem Gespräch. Hallo! Warte mal. Ich Scheiße, muss weg. Ist da. Das ist die reinste Comedy-Show. Kommst du? Hi, Eddie. Ich bin Eddie. Ich werde hier angegriffen. So, man kann Stress machen. Ich bin hier ein gesetzestreuer Bürger, weil der eine mir auf dem scheiß Zebrastreifen vor die Flinte läuft. Ich überhaupt nichts für kann. So, jetzt. Also, was ist dann passiert? Hallo? Scheiße, wer ist da? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal und... Muss los. Ciao. Wo kommt der denn her? Und warum? Oh. Wer ist das? Was ist das denn? Alter! Komm doch gleich. Ich weiß ganz anders reingelaufen. So.
Kann ich jetzt mal bitte in Ruhe telefonieren? Es tut mir alles leid. So. Also, ich rufe die jetzt nochmal an. Es tut mir alles leid. Okay, was meintest du? Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Was ist das hier? Touristeninformationen. Begib dich zu einem Schnellreiseziel. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht da hinten hin, soll hierhin schnell reisen. Den Brute Force Splitter zu einem Ripper Dog. Okay. Auf 350 Meter brauchen wir nicht das Auto rufen, da können wir ruhig hinlaufen. Wo wir genau hin müssen. Okay, jetzt nicht mein Fußgängerweg. Vielleicht doch die Karre nehmen sollen, sagten die Map. Natürlich Luftlinie. Jetzt bin ich aber auch zu. Ich glaube, ich zu stolz bin, jetzt nach einem Auto zu rufen. Weil ich mich vertan habe. Da ankommt, wo man hin wollte, war es immer der richtige Weg. Okay, kann ich da rüberspringen oder stürze ich da ab? Puh. Okay. Es geht. Also, aber wie tief kann man hier eigentlich fallen, ohne dass man Schaden nimmt? Das sieht schon ziemlich hoch aus. Nicht rüber. Das ist zu weit. Von da oben. Da streckt er die Arme aus. Ich geh mal hier runter. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Was ist das denn hier? Okay. Irgendwelches Zeug. Der seinen Koffer verlässt. Leine lässt. Hat kein Recht mehr auf seine Sachen. Überfall im Gang, ja. Ich habe andere Sorgen gerade. Sieht aus, als könnte man da durch. Muss ich jetzt mal hier lang schummeln. Kommt man hier hoch? Anscheinend nicht. Auch nicht der Parkourmeister. Mit anderen Stats? Nein. Könnte man vielleicht auch. Kann man auch höher springen und so. Okay, ist ja keine gute Idee, da lang zu gehen. Ich hätte mir doch einfach das Auto rufen sollen, übrigens. Nachhinein so. Ne?
Da wollen wir hin. Ist doch nicht so tief, oder? Ah, geht. Was sind da unten für Leute? Militech-Waffe. Wache, nicht Waffe. Na gut. Weil wir sind ja zu einem Gespräch verabredet, von daher. Auch wenn ich hier wie so ein Ninja ankomme. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Mhm. Das war ich. Wow, 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 wow. Wow! Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Okay. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja. Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Ich habe mit dem fucking Konvoi überhaupt nichts zu tun. Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Okay, du willst Infos, ich will ein Bot. Ich brauche ein Bot, ein Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen, mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung, wäre also auch eine Möglichkeit. Hm, gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Eurem Geld? Klingt zumutbar. Bin dabei. Wahrscheinlich getrackt, das Geld. Manche Splitter, die du in der Welt findest, erhalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach dem Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Ja, unser Auto ist zum Glück gleich da. Ist ja ganz praktisch. Fahren. Offensichtlich nicht. Okay, da lang. Also der Chip ist doch garantiert getrackt. Ob ich dann auffliege, wenn ich das dann versuche, damit zu bezahlen. Gucken, was Jackie dazu sagt. Wir können auch den Chip untersuchen, was natürlich auch wieder ein bisschen schief gehen kann. Wenn es eben nicht gerade freundlich
gerade schon wieder in irgendwelche komischen Sachen rein, ich sag's euch. Ja, ja, so gibt's nicht gleich Ärger, wenn man bei Rot die Ampel fährt. Coole Straßenführung hier. Ist ein bisschen dran gewöhnen, aber. Na komm, nicht so lahmarschig. Auch die Zeit, ich wollte ja nicht warten. Dann können wir danach auch uns mit der Kundin treffen. Was auch mal Jackie hier macht. Ah, da bist du ja. Schickes Lass Motorrad. Hören, was du rausgeholt hast. Gibt's was zu T-Bug? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Also wir könnten selber 10.000 bezahlen, die wir nicht haben. Mit dem Militech könnt ihr mal sprechen. Ja, hallo, ich krieg ab mit den Leuten. So. Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Also Moment noch. Ich will das doch mal überprüfen. Okay. Also meine Vermutung ist, dass das irgendwie getrackt ist. Ich weiß nicht, ob sie das halt haben möchte, um die danach noch zu verfolgen. Die Sache ist natürlich die. Theoretisch. Okay, das sah schlimm aus. Theoretisch könnten wir das knacken, das Geld behalten, den Bot trotzdem besorgen. Hier, Splitter. Verschlüsselt. Militech-Datensplitter. Die Sicherheit hacken. Ja. Gucken wir mal. Was ist denn da drauf? Data Mining. Malware kopieren. Malware neutralisieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Das passt genau zusammen. Also haben wir hier BD, BD, FF, 55, 1C, E9. Das müsste doch gehen. Ja, schau einer mal an. Tja, wenn man auf der Straße lebt, muss man jeden Vorteil mitnehmen, den man kriegen kann. Militech-Datensplitter. Eigentum von Militech. Unautorisierter Zugriff strengstens verboten. Was haben wir denn hier entfernt? Das müssten wir doch eigentlich. Da ist doch jetzt Geld drauf. Können wir das verwenden? Und jetzt die Situation mit den Maelstrom irgendwie anders lösen. Und da will er halt gleich hin. Vielleicht will ich aber trotzdem das noch eben die Kundin vorher noch treffen, bevor der hingeht. Ich versuche so viel wie möglich rauszufinden. Bevor wir uns an eine komische Situation begeben. Ein bisschen Informationen über Watson, Informationen über die Mox.
und das Lissys. Jetzt die Mission ausgewählt. Will den Jack eigentlich hier nicht warten lassen. Ich komme gleich wieder, okay? Ich fahre nur kurz hin. Jackie, bis gleich. Hat sich auch einen schönen Platz ausgesucht. Er kann noch ein bisschen die Sonne genießen, den Sonnenuntergang anschauen. Hat nicht die besten Bremsen, das Auto. Noch. Ja, ich hab auch Bescheid gesagt, Jackie. Pass ein bisschen auf. Leute. Carajo! Manche Leute! Wie spät haben wir es? Warten wir mal eine halbe Stunde. Oder eine Stunde. Hey Zuckerschnute. Hey. Wie wär's mit deinem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Ja. Warte. Erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Oh, was Willkommen für ein süßes Lissi. Kleines Gesichtchen. Ha, wundert mich gar nicht. Hängt alles davon ab, worauf du stehst? Vielleicht. Hey! Willst du was trinken? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin V. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, V. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Hi. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Hm. Hm, nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Was kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun? Alles ist in Ordnung. Wenn ihr Piz mit anfassen oder was versaut. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Habe ich gerade. Hat uns unsere Street Cred eben weitergeholfen.
Also Evelyn, was ist jetzt los? Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Dir ist egal, was Dex denkt. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch, Schmeicheleien sind nur unter deiner Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Kommen wir zur Sache. Ist ja alles ganz nett, aber ich bin nicht hier für Komplimente. Nein, du bist hier, um etwas zu erfahren. Etwas, das dein Leben verändern wird. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Er ist unser Ziel? Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber, aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davongemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte.
und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip? Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yoronobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Zieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Aha. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Hm, dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch eine Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist eine Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaubst du oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Ihr wisst schon, uns zu benehmen. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. V muss tief rein. Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau, aber dieser ungefilterte Kram, das ist Neuland für mich. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Von einem Zahnarzttermin zum nächsten hier. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Los geht's. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay,
Sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her hab. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Na dann los. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Dieser Schock, ich spüre ihn immer noch. Hättest mich ruhig vorwarnen können, dass Sterben so wehtut. Scheiße! Dieser letzte Augenblick. Glaub mir, echtes Sterben tut noch viel mehr weh. Bin ich mir nicht so sicher. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück. Ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keines. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen Sie. Ein Hinweis lässt sich nur in Momenten scannen, in denen die aufzeichnende Person ihn wahrnehmen konnte. So, wie können wir scannen? Ein Tab ist Wiedergabemodus. Ein bisschen dahin spulen vielleicht erstmal. Der Plan ist simpel.
Eine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst ein auf die Kurve. Auf den BD an die Psychoflicks und ja. Und denk dran, sorg für Erschöpfung, den Adrenal im Kick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen kannst. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Visuelle Ebene, Thermalebene und Soundebene. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Wie stelle ich die scharf? Da hingucken oder was? Eine Schachtel Kippen, ein Träger Broseph und zwei Zapper. Klar doch, hat zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Zwiebeln. Alle runter! Los, runter! Ha! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Noch Sachen anschauen. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hüpf den Boden! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich muss vor. Ja, jetzt geh ich in der Schachtel. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. So. So, hinter dem Kassierer, da. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Weh, dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, wen? Ein Runner aus meiner Crew, Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte.
Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V. Was gibt's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich seh mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Ja, ich höre erstmal die ganze Situation an und dann gucke ich nach dem Rest. Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Du wirst mir zuhören. Saburo ist... Wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack gewusstet? Nee, nur der Preis. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Verstanden, das... Hat aufgelegt. Zurück zum Anfang des Gesprächs. Wir müssen es komplett hören. Reicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Scheiße. Das fühlt sich an, als würde ich echt... Weh, lass dich nicht ablenken. Warikome, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Na gut. Wir haben jetzt ja bisschen was rauszufinden. Ich weiß. So. Fangen wir mal an. Scanne Yorinobus Telefon auf der Audioebene, während er spricht. Scanne das Sicherheitssystem des Apartments. Wird dir gefallen. Wo ist das Sicherheitssystem hier? Wahrscheinlich hier nur das.
New Entertainment. Hier irgendwas Interessantes. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Okay. Und das hast du über das Sicherheitssystem rausgefunden. Ich gehe nochmal ganz zurück, da könnte am Anfang was gewesen sein. Das ist ein ganz cooles Detektivsystem. Und weiterentwickelt noch als jetzt bei den Batman-Spielen. War das? Aber mit R hätte ich auch komplett neu starten können, wenn ich dann zurückspulen müssen. Erstmal können wir den scannen hier. Den Cyborg. Wir haben ein ordentliches Gerät mal. Alarmanlage hier. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Okay, nice. Hier ist noch mehr Alarm. Ich kann man bestimmt gut sehen. Wechsel mal die Ebene auf die Audioebene. Ich sagte, nein. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ja, bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Salomon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Okay. Reicht. Es tut mir leid, dass du wartest. Lang hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Wir schauen, ob wir uns entdecken. Ja, eine Bedingung. Du willst mir Bedingungen stellen? Nur eine. Mich. Stopp mal, hier kann man anscheinend schon was entdecken. Hast du was zu... Noch was aufgehoben, was Wichtiges? Das Telefon, ist am Tisch was? Ich sehe da gerade nichts. Kamera hat mir schon... Oh, was ist denn hier? Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Okay, jetzt müssen wir den Teil mit den Flathead dann zuerst machen. Können Sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Naschen für mich? Schaffst du mich nach? Hey. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Alles kurz perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Okay. Eine Waffe am Bett.
Bob, zurück. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Springen wir nochmal zurück. Ah, da haben wir überall Sachen. Ach, wir brauchen nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Oh, Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Wir haben es nur mal kurz angeschaut. Warum gehen jetzt gerade mal zurück? Außerhalb der Reichweite. Muss das von hier scannen? Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Das ist schon cool mit dem Braindance. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhige dich. Ich habe alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Dann, ciao. Wie? Eine Sekunde. Wir müssen los. Okay. Und? Was denkst du? Kurz hier umschauen. Interessant, interessant hier. Braindance Quarterly. Na, vielleicht über Braindance mal was lernen. Oder direkt lesen. Okay. So wichtig ist dann auch nicht jetzt. Die Mox. Na, ein bisschen Artikel über die Mox. Wenn ihr es lesen könnt, wollt, könnt ihr das Video pausieren. Erstmal zu Evelyn hier, die wir was besprechen. Ha. Ja, sie keine Angst hat, dass sie mit ihr in Verbindung gebracht wird. Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich. Okay. Meinst du? Und, was jetzt? Wie?
Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Uff. Also ich hätte jetzt keine neuen Leute mit reingebracht, aber der Dex, den jetzt da gleich wieder rausschmeißen. Und? Was du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wird hier viel versprochen auf jeden Fall immer, aber mein Gott, denken wir drüber nach. Ich habe jetzt auch keine emotionale Bindung irgendwie zu dem Dex. Wie? Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ja. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Okay. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Okay. So, jetzt können wir die anrufen. Wie sieht's aus, Mr. V? Ah. Oh. Tut mir leid. Ich warte nicht. Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Dann mal an die Arbeit. Wenn du das nächste Mal Scheiße baust. Der Jackie schreibt mir schon wieder, den habe ich da hinten stehen lassen. Begib dich zum Tor von All Foods. Das ist die aktuelle Mission. Mal ganz kurz. Das ist was ganz anderes, das ist mit dem Maelstrom. Treffen wir uns dann da? Kommt Jackie automatisch dahin? Na gut. Übergabe. Mit beiden sind wir jetzt an dem Punkt. Ey, mein Auto wurde weggefahren. Doch hier so schön geparkt. Wo kommt unser Auto jetzt? Da ist es. Doch nicht. Da hinten steht es im Stau. Ja, ist ungünstig. Der Autopilot hier von Tesla. So, dann fahren wir jetzt zum All Foods. Tante hier vor mir. What?
What? What? Das Auto fährt immerhin noch. Letztes Mal wurde es auch repariert. Automatisch. Was war das denn gerade? Da fahre ich schon extra vorsichtig und dann sowas. Okay. Das war interessant. So, Jackie, sorry, ich habe so lange warten lassen. Aber es war wichtig. Rudi, ich bin auf dem Weg. Ich habe die Kundin getroffen. Sie hat mir den BD gezeigt von dem Ort, den wir besuchen sollen. Ich erzähle dir einfach später mehr. Wo ich sage ihm das schon. Er hat gewartet, ich sage ihm das mal. Hat er sich schon verdient. Sind da nicht nur so Abspeise. Aber cool, 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 cool. Das Tor von All Foods. Jackie wartet schon. Würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal da unten rein, was da los ist. Und dann werden wir schön den Flathead besorgen. Das ist der Plan. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.